Kultiviert kritisieren. Die Kunst zu kritisieren, ohne zu verletzen und zu zerstören. Von Ralf Jure. Immer wieder erlebe ich, dass Kritik eine ganz besonders delikate Angelegenheit des Lebens ist. Nichts ist so schwer wie Kritik auf eine gute. Es geht beim Kritisieren also um das Unterscheiden, um das Trennen. Um die Kunst der Beurteilung, des Auseinanderhaltens, Sachen und Personen trennen und in ihren verschiedenen Bestandteilen auseinanderhalten. Konstruktiv kritisieren. Wie geht das? Nachdem wir nun Kritik grundlegend definiert haben, stellt sich die Frage, wie man eigentlich konstruktiv trennt, auseinanderhält und beurteilt. Es gibt einige notwendige Voraussetzungen, um Kritik annehmen zu können. Eine der wesentlichen Grundhaltungen, die zur Kritikfähigkeit führen, ist die, Kritik, also das am Anfang das Grundprinzip betrachtet haben, sollte aber auch das situative Setzen von Grenzen nicht zu kurz kommen. Wenn wir grundsätzlich destruktive Kritiker überwinden, ist es, Kritik zu automatisieren. Mittels unterschiedlicher Erhebungswerkzeuge wie zum Beispiel Fragebogen und Interviewtechnik wird regelmäßig Kritik eingeholt. Die gewachsenen Organisationen haben strukturierte Methoden der Kritik eingeführt. Entsteht eine Organisation neu, so ist die Dynamik des Pioniergeistes klar vorherrschend.